Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy mit Agonis und mir. Und wir haben jetzt genug Monde, soweit ich mich erinnern kann, gesammelt, um Stufe 2 freizuschalten. Ich bin gespannt. Neue Möglichkeiten werden sich auftun. Der hat sich, glaube ich, gerade weggeportet. Ich sagte doch, du bist sehr clever. Clever? Wie beleidigend. Gut, ein Genie. Leidlich. Aber ich werde es mal durchgehen lassen. Der Desillusionierungszauber ist klasse. Ich bin wie ein Demigeist. Und oh, was für Merlins. Was für eine Dummheit. Ist nicht fast dumm? Wie kannst du es wagen? Das Dümmste, was ich je gesehen habe. Oh. Vielleicht könntest du einfach aufpassen, wo du hinläufst. Was machst du denn da? Nein, ich versuche nur Invisiblos. Nein, das... Hör auf, sonst wirst du... Was? Geschafft. Du hast recht. Ein Aufsatz für Schab, du dummes Mondkalb! Verlorene Tränke des Mittelalters im Vergleich zur schwarzen Pest? Nein, der über Unsichtbarkeit. Oh, dann wirst du das ja gut machen. Oh, verflixter Zauber. Tja, wo ist das Buch jetzt? Huch, was haben wir hier? Eine Truhe. Nicht identifizieren Gegenstand. Hallo! Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ja. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Mir geht es schon besser, jetzt wo ich weiß, dass die Statuen weg sind. Ich hatte versprochen, Ihnen zu zeigen, wie Sie alle Rumore verbessern, wenn Sie mir genug Monde bringen. Gib her! Mit diesem Wissen können Sie noch stärkere Schlösser knacken. Jawohl! Aber ich weiß immer noch nicht, wer hinter diesen Statuen steckt. Es gibt noch viele üble Dinge, die darauf warten, mich zu quälen. Am Ende war er selbst. Wenn Sie mir mehr Monde bringen, zeige ich Ihnen die mächtigste Form von Allohumora, die der Welt der Zauberei bekannt ist. Oder zumindest mir. Wow. Ja, Stufe 2, geil. Sehen Sie diese Monde. Das würde mich beruhigen und wir könnten herausfinden, wer hinter all dem steckt. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wer da schuld dran ist. 13 Stück muss ich jetzt nochmal zusätzlich finden. So. Yes, ist dieses komische, dieser komische Kauz da. So, wir haben eine stärkere Allohomora-Zauberei gekriegt. Jawohl. Oh. Was ist denn gerade mit meiner... Hallo? Hallo, Cam? War die ganze Zeit schon so? Oh mein Gott, das sehe ich ja jetzt erst. Die zieht ja richtig übel nach. Warte. Hallo? Die zieht ja richtig derbe nach. Was ist denn da los? Warte, ich muss mal das Zeug hier ausschalten. Nee, die zieht trotzdem nach. Hä? Was ist denn da los? Nee, ist immer doch. Hallo. Was ist denn da jetzt kaputt? Ausgabe vielleicht? Ach nee, das ist ja das automatisch. Hallo. Irgendwie, was ist denn da los? Ich dachte, das liegt vielleicht... Jetzt ist es... Das zieht trotzdem noch voll nach. Was soll das denn? Was ist denn da los? Das ist ja mal komplett
komplett an der Realität vorbei. Oh, yay. Es ist auch schön dunkel. Juhu. Nee. Danke. Danke, dass ich auf Abbrechen gehe, dass es aber trotzdem so dunkel bleibt. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank dafür. Nee. Ah. Schon besser. Aber was, warum zieht das denn so hinterher? Ich verstehe das gar nicht. Ich meine, das ist eine 80 Euro teure Cam, die dir der gute Nehmer so geschenkt hat. Zu Weihnachten oder was, Geburtstag, ich weiß es nicht mehr. Aber was ist das denn? Das ist ja, jetzt funktioniert, jetzt läuft die Cam nicht mehr flüssig. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich kann es auch nicht ändern. Ich kann es leider auch nicht ändern. Ich weiß nicht, was da kaputt ist. Ich mach die Cam, das Cam-Ding nochmal neu. Ja, komm. Raus mit dem Scheiß. Wo ist es denn? War das das da? Nee, das ist... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Das wird ja immer schlimmer. Farbbereich. Warum hängt dann dieses dumme Ding immer da drüben? Was ist mit dieser Cam auf einmal los? Ist halt, du hast irgendwie 2 Sekunden, wo es normal und gut läuft und dann auf einmal bleibt die komplette Cam hängen. Oh nein! Oh nein! Jetzt fängt auch das Geflimmer wieder an. Willst du mich verarschen? Was soll das denn? Warte. Was soll das denn? Ey, das kannst du doch keinem erzählen. Das kannst du doch keinem erzählen. Ich tausche mal kurz was aus. Vielleicht funktioniert es dann wieder. Ey, was ist denn das für ein Dreck, Alter? Da kauft man sich eine ewig teure Kamera, weil wird das Ding qualitativ in den Himmel gelobt. Und dann funktioniert das Drecksteil irgendwann plötzlich aus heiterem Himmel überhaupt nicht mehr. Jahu! Ist das ätzend, Alter. Nö, ist immer noch. Juhu, geil, ich lieb's. Was ist das? Ich hasse es so sehr, ne? Gut, wisst ihr was? Wir lassen die Cam einfach weg. Leck mich doch am Arsch. Da bleibt die Cam halt einfach weg. Und wenn die Folge rum ist, muss ich mal wieder ein bisschen rumprobieren. Vielleicht ist es ja auch.
Vielleicht ist es ja auch der USB-Hub, wo rumzickt. Ich lasse das jetzt einfach so, wie es ist. Ja, jetzt bleib doch einfach mal da liegen. Dankeschön. Dummes Teil, Alter. Gott, regt mich das schon wieder auf. Wo habe ich denn jetzt das? Da. Dann halt nicht. Ist mir auch egal. Meine Drecksvisage will sowieso kein Schwein sehen. So. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir haben hier unseren neuen Zauber gekriegt. Hier ist leider nichts in der Nähe, wo ich das mal testen könnte, oder? Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns um irgendwas anderes. Wir haben eh genug zu tun. So, genau, wir haben hier. Ach, jetzt habe ich es wieder weggedrückt. Einmal hier. Und dann schauen wir uns mal an, was wir jetzt hier mit der Zucht tun können. So. Ja. Bespring ihn. Gute Idee. Die Testrale sind sicher und die Gehegezauberanweisung ist gekauft. Ausgezeichnet. Um ihre Testrale zu züchten, setzten sie sie einfach ins selbe Tiergehege, in dem sie das Zuchtgehege beschwören. Benutzen sie dann das Zuchtgehege. Sprechen sie mit Deke, wenn sie fertig sind. Mache ich. Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll. Okay. Mein Controller explodiert gleich. Ja, da sollst du es wahrscheinlich jetzt beschwören, ne? Schätze ich mal. Deke staunt immer wieder über den Raum. Jetzt haben wir den perfekten Ort für diese Testrale. Bitte berichten Sie Deke von Ihrer Zucht. Ach, das ist jetzt speziell für Testrale, oder was? Beschwören. Yum, yum. Reparo. Nee, das war's nicht. Ich glaube, ich habe das rausgenommen, weil ich das so selten brauche. Yum, yum, yum. Beschwörungszauber, das ist das. Ja, gute Idee. Hier, Zucht. Da haben wir Fütterung, Spielzeugkiste. Jetzt auch nö, jetzt habe ich schon wieder so eine scheiß Pflanze geschworen. Ich brauche noch den anderen. Ich muss durch Wasser nach draußen warten? Okay. Ich brauche aber noch das andere Testral, ne? Ich pass auf dich auf. Ach ja, jetzt kann ich ja, glaube ich. Warte. Jede Menge Knuddelbuffs reinsetzen. So.
Ach, hier. Interagieren. Du kannst Nachkommen jeder Art züchten, von der du ein Männchen und ein Weibchen hast. Dann rammelt mal fleißig. Was, 29 Minuten? Oh nö. Jetzt muss ich auch noch warten. Könnt ihr nicht ein bisschen schneller sein? So. Dick, ich bin fertig. Malvenkraut. Oh, habe ich nicht noch Sachen, die ich identifizieren muss? Irgendwo? Oh, das Schal ist besser. Nice. So, danke schön. Also ich glaube, ich muss den noch gar nicht anreden. Ich brauche erst das Junge, oder? Ja, ich muss warten, bis die fertig sind. Alles klar, gut, dann machen wir derweil was anderes. Dann machen wir derweil was anderes. Ja, genau, da können wir hier derweil mit Sebastian uns treffen. So rum. Mein Gott. Geh doch mal richtig. Wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Das glaube ich sofort. So. Ach so, ja, genau, die Krypta betreten. Hallo, ich bin da. Was ich erfahren habe. Was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Okay. Ich bereue es nicht. Es war nicht leicht, aber Crucio war unsere einzige Option. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Okay, nach dem Relikt interessant. Suchen. Aber wir sollten es keinem erzählen. Vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Ich verrate nichts. Es gibt keinen Grund, Ominous mit einzubeziehen. Da bin ich froh. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Interessant. Und mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ja, aber er wird es trotzdem rausfinden. Zu meinem Besten. Ominous. Wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner. Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst.
Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Nope. Würde ich aber auch nicht. Ich aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Ich hab doch gesagt, er findet's raus. Das war mir so klar. Nicht aufgeben. Ach, Schätzelein. Mach dir doch nicht so viel Gedanken. Gut. Ich weiß, was ich gehört habe. Du wusstest, dass ich dagegen wäre. Natürlich. Die Suche nach diesem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Er wird's diesmal nicht. Ich weiß, dass seine Eltern tot sind, aber was ist passiert? Mr. und Mrs. Sallow waren Professoren. Sie verbrachten viel Zeit in der Kellerbibliothek. Immer die Nase in den Büchern. Anne und Sebastian waren oben, als es passierte. Sie hörten ein Krachen und rannten die Treppe runter. Doch es war zu spät. Ihre Eltern lagen auf dem Boden. Durch einen Defekt der Lampe im Keller füllte sich der Raum mit einem nicht nachweisbaren Gift. Sebastian und Anne waren hilflos. Sie konnten noch nicht zaubern. Eine schreckliche Geschichte. Ja, genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Die Hinweise im Buch wirken vielversprechend. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, scheint vielversprechend. Bis es zu spät ist. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Also gut, meinetwegen. Ich würde mich freuen. Aber ich hab noch gesagt, er wird's mitkriegen. Im Moment kriegt das halt einfach mit, weißt du. Ja, so ist das. So, und wir sind bei 22 Minuten. Ich guck jetzt nochmal, was meine Scheißcam für ein Problem hat. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder halt auch nicht, ne? Also bis dann.